Moin, Wille. Moin, Puttwagen. Moin, Paul. Na, leg was an? Moin, Wille. Alles klar an Bord. Danke. Gute Wache. Danke. Tschüss. Tschüss. Na, Puttwagen. Alles klar? Alles klar. Du, Willem? Ja? Schreibt man Möwe eigentlich mit H? Nee. Kann man Möwe nicht mit H schreiben? Nee. Warum kann man Möwe nicht mit H schreiben? Herrgott, nochmal, warum soll man Möwe mit H schreiben? Das frage ich doch die ganze Zeit. Au! Ja, gern. Bloß ausgerechnet heute ist bei uns zu Hause was los. Tantenbesuch. Oh. Ich soll pünktlich sein. Magst du ein Bäumchen? Okay. Wiedersehen, Herr Dr. Mademba. Wiedersehen. Ich habe noch keinen Doktor. Zurzeit bin ich noch Assistenzarzt. Na, ich hoffe, Sie werden uns rechtzeitig Bescheid sagen. Wiedersehen, Herr Wiedersehen, Mademba. Tschüss. Tschüss. Kommen Sie mit zur U-Bahn? Ja. Fräulein Hamsen, mein Dienst im Krankenhaus fängt erst um 8 Uhr an. Ich würde mich freuen, wenn Sie noch etwas Zeit hätten. Darf ich Sie zu einer Tasse Kaffee einladen? Och, Fräulein Hamsen, ich bin Ihnen nicht böse. Ich verstehe sehr gut, wenn Sie keine Zeit haben. Oh nein, da verstehen Sie mich völlig falsch. Ich meine, muss es unbedingt Kaffee sein? Also, ich hätte mehr Lust auf ein Eis. Einverstanden, wie Sie wollen. Aber wenn es geht, italienisches. D'accord, Mademoiselle. Mutti! Mutti! Verflucht, wo ist denn bloß? Suchst du was? Was? Suchst du was? Ja, meinen blauen Pullover. Wo ist denn Mutti? Unten. Wo ist dein blauer Pullover? Dass so ein kleiner Junge so dämliche Fragen stellen kann. Wenn ich wüsste, wo er ist, brauche ich ihn ja nicht zu suchen. Ist das der Pullover, den Ulla gestopft hat? Ja, der hat ein Loch im Ärmel und Ulla wollte das flicken. Ulla hat das geflickt. Das weiß ich. Dann warum fragst du denn nach Mutti? Wieso? Na, wenn Ulla ihn geflickt hat, dann hat sie ihn doch zuletzt gehabt. Und wenn sie ihn zuletzt gehabt hat, kann sie doch nur wissen, wo er ist. Na und? Na, warum schreist du denn nach Mutti? Du musst nach Ulla schreien. Hau ab, du fällst mir auf den Wecker. Wo bin ich wieder schon? Ulla! Ulla! Ulla ist nicht da. Hau ab, hab ich gesagt. Ein Glück, dass du wieder weg bist. Darf Mama stören? Clover, komm rein. Du, wann fahrt ihr denn eigentlich? Heute Abend. Ist was? Ja, pass mal auf. Ich hab doch da noch so einen alten Freund, William Frieser. Der ist Lotse in Kapstadt. Ja, der wollte da immer hin. Und nun ist er schon so lange da. Und der will doch partout von mir immer eine deutsche Knasterbartpfeife haben. Bringst du ihm die? Wie heißt der? Hier. Da. Steht alles aufgeschrieben. William Frieser. Und wenn der euch nicht lotst, dann gibst du das einfach ab. Oh, Opa, Kapstadt ist doch nicht Blankenese. Da ist das... Naja, gib mal her. Ich mach das schon. Du... Das war ein feiner Kerl, der Bill Frieser. Wenn der nach Hamburg kam, der brachte uns jedes Mal was mit. Hast du vielleicht meinen blauen Pullover gesehen? Was habe ich? Weißt du vielleicht, wo mein blauer Pullover ist? Nee, ich sag doch, wenn der nach Hamburg kam, dann brachte der immer so was. Wo kann denn der bloß sein? Wer? Na, mein blauer Pullover. Hier hast du deinen Sheet-Pullover. Früher habe ich das ja alles selber gestrickt. Ja, ich aber auch. Aber bei dem vielen Jersey. Lohnt sich ja gar nicht ja, mehr. Ja, er war ein sonderbarer Mann. Macht euch hier noch einen Platz. Das können wir wohl nicht angehen. Hallo, guten Tag, Frau Evers.
Guten Tag. Und, wie ist dann weitergegangen? Komm. Wir haben ihn operiert. Er ist wieder ganz gesund geworden. Aber ich glaube, er läuft immer noch bei Vollmond in den Garten. Setzt sich ins Gras und wartet auf seinen guten Geist. Und ich dachte, dass... Sagen Sie es ruhig. Sie dachten, das gäbe es nur noch bei uns in Afrika. Stimmt's? Entschuldigung. Warum Entschuldigung? Das können Sie ja nicht wissen. Sie ahnen nicht, was bei uns, gerade im Hafenkrankenhaus, so alles eingeliefert wird. Ihnen macht es doch aber Spaß, oder? Ja, sehr viel. Die sind alle da, sehr nett zu mir. Natürlich gibt es manchmal Patienten, die sich, aber das ist wohl überall so. Wie lange arbeiten Sie schon da? Seit meinem Staatsexamen, seit 1,5 Jahren. Seit deshalb bin ich auch in der Fremdsprachenschule. Und wie lange wollen Sie noch bleiben? Wenn meine Assistentenzeit zu Ende sein wird, dann möchte ich noch eine Weile im Tropeninstitut arbeiten und zwischendurch will ich noch promovieren. Und wollen Sie dann in Europa bleiben oder gehen Sie später nach Hause zurück? Doch, doch. Selbstverständlich. Was ist los? Habe ich was Falsches gesagt? Nein, nein. Wollen Sie nicht zurück in Ihre Heimat? Doch, natürlich. Das heißt, ich weiß es nicht. Haben Sie keine Eltern mehr oder Geschwister? Doch, meine Eltern habe ich noch. Und 2 Schwestern und einen Bruder. Entschuldigen Sie, Herr Mademba, ich wollte nicht indiskret sein. Aber nein, Sie sind nicht indiskret. Nur in meiner Heimat haben vor einiger Zeit ein paar radikale Leute die Macht übernommen. Und diese neue Regierung, das ist eine lange Geschichte. Ich glaube, zurzeit ist es dort nicht sehr erfreulich. Oh, Ihnen ist kalt. Wir gehen sofort. Herr Ober, zahlen. 4,60 Mark, bitte. Ist gut, danke. Wiedersehen, Frau Ebers. Na sowas. Wenn das die Eltern wüssten. Mit dem Swatten. Tag, Herr Timmermann. Oh, guten Tag, Herr Hamsen. Na, geht's wieder los? Tja, leider, heute Nacht noch. So, und wohin? Na, wie immer, Kapstadt. Wenn man das so bedenkt, Sie fahren nach Südafrika, als wenn unser Eins nach Buxtehude fährt. Sie stehen auf Ihrem Schiff mitten in Ozean bei Wind und Wetter und ich stehe hier, mag meine Tomaten. Tja, so hat jeder seins. Tja, so ist es nun, ne? Den tschüss, Herr Timmermann, ne? Und in ein paar Wochen bin ich wieder da. Moment, Moment noch, Herr Hamm. Hier. Für die Reise. Oh. Tschüss auch und gute Fahrt. Tschüss, Herr Timmermann. Und vielen Dank auch, nicht? Ich bringe Ihnen auch mal was mit. Ja, das tun Sie mal, nicht? Mögen Sie Papageien? Um Himmels Willen, bloß nicht. Okay, dann 2. Tschüss, tschüss, tschüss. Oh, Papageien. Tut mir leid, meine Herren, Herr Mademba ist nicht im Haus, aber vielleicht ist er im Tropeninstitut. Wo ist das Tropeninstitut? Da gehen Sie hier runter. Bernhard Noch, Straße Nummer 74. Recht vielen Dank. Auf Wiedersehen. Wiedersehen. Asi kuja guguko. Ich habe noch ein bisschen Zeit, bis mein Dampfer fährt. Kommen Sie, ich bringe Sie noch rauf. Nein, bitte, das möchte ich nicht, aber kennen Sie das Tropeninstitut? Nein. Kommen Sie, ich sage es Ihnen. Gern. Da arbeitet mein Vater. Ah? Das ist Open Institute. Du. Ja? Du, sag mal, was ich noch sagen wollte. Weißt du, was das ist? Was ist? Plus
Aquam perfekt. Olle Sau. Wieso? Ist das was Unanständiges? Weiß nicht. Klingt aber so. Meinst du? Wo hast du das denn her? Na, ich mein, wo hast du das denn gehört? Den Zettel hat mein Junge in der Küche liegen gelassen. Da steht die Geschichte mit Elisabeth, Doppelpunkt, plusquamperfekt. Hat der das geschrieben? Ist seine Schrift. Sag bloß. Tja. Ja, wenn die Jungs mal auf eine höhere Schule gehen, dann haben sie also einen Hühnerkram im Kopf. Und für Geschichten mit Elisabeth ist er ja nun wirklich noch ein bisschen zu jung. Wie alt ist er denn nun? Wird 14. Nun denk mal an. Tja. Tja, du, der ist frühreif. Das hat er von seinem Vater. Nee, ich hab mit 14 noch nicht an solche Sachen gedacht. Plus und also ein Shit. Frag doch mal seinen Lehrer. Bist du verrückt? Nachher schmeißen sie ihn noch von der Schule. Nerven hinter ihm! Passen Sie auf! Kommen Sie, Frau Hansen. Gelle? Gelle? Du, da läuft einer. Zwei. Tschö. Die haben es wohl eilig. Tschö. Guck mal. Noch zwei. Nide. Kalo. Haben Sie sich wehgetan? Tschö, das kommt davon, wenn man das so eilig hat. Gerne! Verstehst du das? Was? Das? Nee. Bitte fahren Sie los, nur schnell hier weg. Yallo. Nun weiß ich das immer noch nicht. Was weißt du nicht? Was das ist, dieses Plusquamperfekt. Hey! Können Sie mir vielleicht sagen, wie ich am besten nicht nach Kapstadt komme? Dann müssen Sie Ihrem Droschkenkutscher sagen, er soll den Rückwärtsgang einlegen. Und auf dem schnellsten Weg nach Kopenhagen fahren. Nach Kopenhagen? Na schön. Und dann, was mache ich mit mir in Kopenhagen? Da heiratest du deine Königin. Wenn du nicht gestorben bist, dann lebst du heute noch. Du bist dummlich. Und weil du dummlich bist, musst du fußlich gehen. Sonst hätte ich dich mitgefahren. Hey! Und teuer ist es schon alles.
Die Warenhäuser, die können schon noch kalkulieren. Aber ich bitte Sie, man kann doch nicht egal weg im Warenhaus einkaufen. Was macht denn das für einen Eindruck, wenn man da gesehen wird? Aber billig sind sie schon mal ein Eimer. Kannst du sie von den Blumenkohl verkaufen? Ja, warte mal, 6 Stück, glaube ich, oder 7. Ach ja, apropos gesehen. Wissen Sie, wen ich gesehen habe? Ne, wen denn? Ach, guck doch noch mal nach den Gurken. Ich glaube, wir brauchen neue. Ja. Die Ulla Hansen mit Neger. Stellen Sie sich vor, die geht mit Neger. Mit Neger? Schau, stellen Sie sich das mal vor. So hochanständige Eltern, so ein hochanständiger Bruder. Da sollte sie sich mal ein Beispiel annehmen. Der geht mit was Reelles, mit dem Fräulein von der Bank. Das heißt, im Augenblick geht er ja wohl nicht. Die ist auf dem Sprachkurses in England, aber sonst. Und wo haben Sie die beiden gesehen? Ich meine, hier in Blankenese? Das wird sie sich ja wohl nicht trauen. In Alster Café kommen sie rein, mit Neger. In aller Öffentlichkeit? Geniert sich nicht ein bisschen, das junge Ding? Sagen Sie bloß. Und ist doch sonst so ein nettes Mädchen. Aber mit einem Neger? Hans, was ist eigentlich mit der Dosenmilch? Haben wir da noch genug von? Du stell dir vor, Hanna, die Ulla Harmsen, die geht mit einem Neger. Was? Ich habe sie heute mit einem Neger gesehen. In Alster Café. In aller Öffentlichkeit. Na und? Was ist nur mit der Dosenmilch? Brauchen wir welche? Ja, aber Hanna, wie findest du denn sowas? Das Mädel hat so hochanständige Eltern, sag ich immer. Die arme Mutter. Wenn die das wüsste. Was hat sie denn gemacht? Die Ulla, meine ich. Mit dem Neger, mit dem Swatten ist sie in den Café gegangen. Ja, und? Na, hören Sie mal, Frau Zimmermann. Ich will Ihnen mal was sagen. Die Ulla, die geht doch auf die Dolmetscherschule, nicht? Vielleicht kennt sie ihn daher. Vielleicht ist das ein Student oder ein Lehrer oder sowas. Warum soll sie mit denen nicht in den Café gehen? Aber Hanna... Liebe Frau Timmermann, wenn das ein Lehrer ist oder ein Student oder was, meinetwegen, gut und schön. Aber man geht doch mit sowas nicht über die Straße und schon gar nicht in den Café. Richtig verliebt sollen sie getan haben. So, hast du das gesehen? Gesehen? Nee, ich nicht. Aber Frau Evers? Nee, das nur gerade nicht, Herr Timmermann, das nicht. Verliebt habe ich nicht gesagt. Ich habe gesagt, mit einem Neger in Café, aber verliebt. Na ja, aber das kann man sich doch denken, heutzutage. Was kann man sich denken? Ja, ich meine... Was meinst du? Sie war... Nun hör mal zu, Hans. Wenn die Ulla mit einem Neger in Café geht, dann wird sie da ihre Gründe für haben, nicht? Was hast du denn mit mal gegen die Neger? Das sind doch genauso Menschen wie alle anderen auch. Und wenn du Kartoffeln rausgekriegt hast, dann bist du genauso schwarz. Ich kann das nicht leiden, immer diese Rederei über die Nachbarschaft. Aber Frau Timmermann, ich muss doch sehr bitten. Ich verstehe das alles nicht. Die können Sie doch nicht einfach entführen. Doch, Sie können vieles. Und Ihre Methoden sind nie sehr fein. Aber was hat man denn gegen Sie? Und wenn die was gegen Sie haben, dann sollen die doch froh sein, dass Sie hier sind im Ausland. Das ist eine komplizierte Geschichte. Sehen Sie, Fräulein Hamsen, mein Vater ist Abgeordneter und Mitglied der Regierung. Das heißt, er war es. Man hat ihn eingesperrt, schon vor längerer Zeit. Aber warum denn? Er war Demokrat. Aber deswegen sperrt man noch niemanden ein. Wenn man bei uns für die Demokratie ist, ist es in den Augen der Regierung Landesverrat. Und Sie, was wirft man Ihnen vor? Es ist nicht erforderlich, Fräulein Hamsen. Wir wollen von anderem reden. Nein, bitte, erzählen Sie. Das interessiert mich. Was hat man gegen Sie? Sehen Sie, Fräulein Hamsen, wir haben eine Organisation gegründet. Wir wollen die Öffentlichkeit auf die Zustände bei uns aufmerksam machen. Ich bin einer der Führer dieser Organisation. Wenn Sie mich heute nicht bekommen, dann morgen. Wollen Sie nicht zur Polizei gehen? Polizei? Das ist sinnlos. Die Herren zeigen den Diplomatenpass vor. Und dann bin ich nur ein Unruhestifter und nichts tue. Polizei? Das hat keinen Zweck. Aber was wollen Sie denn tun? Ich muss hier ganz einfach weg. Meinen Pass habe ich hier bei mir. Etwas wird mir schon einfallen. Wollen Sie ins Ausland? Vielleicht. Haben Sie denn genug Geld bei sich? Nicht sehr viel. Fräulein Hamsen, fahren Sie nach Hause. Das ist nichts für Sie. Vielen Dank für alles. Auf Wiedersehen. Warten Sie, vielleicht kann ich Ihnen helfen. Nein, danke, Fräulein Hamsen. Das können Sie nicht. Wieder zahlen. Macht 1,30 zusammen. Hey, Nelson, was ist los? Wollt ihr schon gehen? Komm her, ich gebe einen aus. Nein, danke. Wir haben keine Zeit. Vielen Dank. Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Viel Spaß. Tschüss. Tschüss. War noch was bei den Passagieren? Nichts, Herr Kapitän. Der alte Herrenkabine 2 hat eine kleine Erkältung, sonst ist weiter nichts. Dann werden Sie ja wohl bald alle schlafen.
Sie haben sich im Deck geirrt. Die Kabinen sind eine Etage tiefer. Nein, nein. Erschrecken Sie nicht, Herr Hansen. Kann ich was für Sie tun? Ich erkläre es Ihnen sofort. Gestehen Sie mein Eindringen. Aber bitte. Wer sind Sie? Sind Sie Passagier? Nein. Ich bin Nelson Mademba. Hier ist ein Brief von Ihrer Schwester. Ich würde Sie bitten, mir zu helfen. Von Ulla? Ja. Ihr seid wohl verrückt geworden. Mist, Verfluchter! Und nun? Wie haben Sie sich das vorgestellt? Es tut mir leid. Ich wollte Ihnen keine Unannehmlichkeiten machen. Unannehmlichkeiten ist gut. Aber Ihre Schwester sagte mir, Sie wurden... Meine Schwester, die ist wohl verrückt geworden. Woher kennen Sie sie überhaupt? Von der Dammertier Schule. Schon lange? Nein, ein paar Monate, aber flüchtig. Nicht zu fassen. Was soll ich denn jetzt machen? Wie ich das vorstellt? Ich muss das dem Kapitän melden. Aber ich dachte, Sie konnten mir vielleicht helfen, in Rotterdam an Land zu gehen. Rotterdam? Wir laufen Rotterdam überhaupt nicht an. Aber Ihre Schwester sagte mir... Meine Schwester! Der nächste Hafen ist Dakar. Dakar? Mhm. Und wenn ich das richtig verstanden habe, dann wollen Sie überall hin, bloß nicht nach Afrika. Ja. Verdammter Mistkram. Warten Sie hier. Ich schließe Sie ein, damit niemand hereinkommen kann. Und seien Sie leise. Hab ich schon gedacht. Guten Abend, ich heiße Olaf Torkelsen. Nelson Mademba. Bitte? Wie war das? Mademba, Nelson Mademba. Mademba, er ist ganz einfach. Aber bitte setzen Sie doch. Was machen wir mit ihm? Sie wollen in Rotterdam aussteigen? Ja. Sie haben leider Unglück. Wir fahren nicht zu Rotterdam. Herr Hansen hat mir das gesagt. Sie haben politische Schwierigkeiten? Ja. Für uns ist es auch sehr schwierig. Wenn wir unserem Kapitän nicht sagen, dass Sie an Bord sind, ist es aus mit der Seefahrt für Karl und für mich. Sie sind sicher verständnisvoll. Ich verstehe. Außerdem, wo willst du ihn unterbringen? In ein paar Stunden weiß jeder auf dem Pott, dass er drauf ist. Und wenn ich meine Schwester in die Finger kriege... Oh, du wirst doch deine Entzüge, das wird dir keinen Ärger tun. Ich weiß nicht, was sie sich dabei gedacht hat. Bitte, darf ich etwas sagen? Es tut mir leid, Sie in diese Lage gebracht zu haben. Ihre Schwester und ich, wir haben wohl nicht richtig nachgedacht. Scheint der Fall zu sein. Ich war gestern Abend etwas in Panik geraten. Ihre Schwester wollte mir helfen. Es ist wohl, wie man sagt, eine Kurzschlusshandlung. Sehr kurz, wenn das beipflichten darf. Ich möchte Sie bitte um etwas bitten. Nehmen Sie keine Rücksicht auf mich. Tun Sie, was Sie für Ihre Pflicht halten. Melden Sie mich bitte Ihre Kapitän an. Tja. Noch könnte er Sie mit dem Elblotsen wieder an Land setzen und Sie der Polizei übergeben lassen. Wo sind wir jetzt? Wir müssen gleich in Höhe Cuxhaven kommen. Wenn Sie sich nur ein paar Stunden später gemeldet hätten. Ich verstehe nicht. Ja, dann wären wir weiter. Ich meine, es wäre nicht so einfach gewesen, Sie wieder an Land zu setzen. Wie sind Sie überhaupt an Bord gekommen?
Ihre Schwester hat gesagt, wir wollten zu Ihnen. Ist doch egal, Charlie. Ich habe eine Idee ausgedacht. Ich weiß, was wir mit ihm machen. Wir wissen nicht, dass er an Bord ist. Er wird genau das tun, was du eben meinst. Er meldet sich, sagen wir, in 3 Stunden. Du meinst, dass wir... Ich gehe schlafen. Du gehst schlafen. Er geht schlafen. Genau. Und dann meldet er sich bei dir in 3 Stunden, wenn der Lotse von Bord ist. Und dann spielen wir das ganze Spiel vom Anfang. Du meinst, dann komme ich in deine Kammer und erzähle dir als große Sensation, dass meine Schwester uns im Blinden aufgehalst hat. Genau. Du bist sehr klug. Dann gehen wir zum Kapitän und dann soll er sich den Kopf verbrechen. Aber wie... Er hat Schwierigkeiten. Deine Schwester ist entzückend. Warum will du sie beide nicht helfen? Na schön. Wo lassen wir ihn so lange? Du bist doch nicht klug. Es ist eine einfache Antwort. Hier, bei dir. Oh, moin, Herr Harms. Na, so früh schon auf? Nee, Budenschön. Ich schlafwandle. Soll ich Ihnen auch einen Kaffee bringen? Ja, wäre eine Idee. Gut, ich bringe Ihnen den Kaffee am besten unten in Ihre Kammer. Nee, nee, danke. Und überhaupt, lassen Sie das mit dem Kaffee. Wieso? Haben Sie eine Ische in Ihrer Kammer? Ach, mich hau ab, du Blödmann. Haben Sie sich wehgetan? Hey, kommt mal her! Bleib liegen! Schafft ihn in seine Kammer! Ich sag inzwischen den Kapitän Bescheid. Ah! Charlie, was ist mit dem Steward? Ist ein Niedergang runtergefallen. Tu mir einen Gefallen und sag dem Kapitän Bescheid. Ich kümmere mich inzwischen um ihn. Okay, Charlie, mag ich. Budenschön! Budenschön! Sie kennen ihn doch schon lange. Simulator? Glaube ich nicht. Wenn ich mich jetzt nicht verzählt habe, dann hat er viel zu schnell einen Puls. Vielleicht hat er innere Verletzung. Wir gehen zum Alten, kommen Sie. Was ist mit dem Steward? Keine Ahnung, Herr Kapitän. Zu sehen ist nichts. Nichts gebrochen? Ich glaube nicht. Ich konnte jedenfalls nichts feststellen. Naja, müssen wir erstmal abwarten. Wollen Sie ins Spital legen? Nö, nö, ich glaube, das ist nicht notwendig. Aber... Ja? Haben Sie noch was? Herr Kapitän, kann ich Sie mal allein sprechen? Ja, natürlich, Herr Harms. Kümmern Sie sich um Budenschön. Wenn was los ist, sagen Sie mir sofort Bescheid. Klar, Herr Kapitän. Also, Herr Harms, was haben Sie auf dem Herzen? Noch was passiert? Tja, das kann man wohl sagen, Herr Kapitän. Wir haben blinden Passagier an Bord. Was? Spinnen Sie? Nein, leider nicht, Herr Kapitän. Na, das hat mir gerade noch gefehlt. Wo ist er? Was ist das für einer? Ein Schwarzer. Neger. Er sagt, er wird politisch verfolgt. Der kann uns viel erzählen. Wo ist er? In meiner Kammer. Ich habe ihn eingeschlossen. Wie kommt denn da rein? Er hat angeklopft. Ich habe ihn reingelassen. Ich war gerade auf dem Weg zu Ihnen. Da ist das mit Budenschön passiert. Er bringt sie näher. Jetzt? Ja, natürlich jetzt! Los, her mit ihm! Jawohl, Herr Kapitän. Wie ist es? Ich muss ja gehen, ich bin ja beim Friseur angemeldet. Na, hast du noch gar nichts gegessen? Und ich brauch nicht hin. Ich habe einen musikalischen Hinterkopf. Morgen, allerseits. Morgen, Kind, ich hab dir schon eingeschenkt. Sei so lieb und spül mir nachher das Frühstücksgeschirr ab. Ich muss gehen, bin eh schon zu spät dran. In einer guten Stunde bin ich wieder zurück. Lass dir Zeit bei der Prozedur. Der, was pust du denn da immer in den kalten Kaffee rum? Der kann doch gar nicht mehr heiß sein, der. Was hast du gesagt, Opa? Hast du schlecht geschlafen? Nee, warum? Na, du spekulierst so sinnig vor dich hin. Tu ich das? Du hast doch was, der. Ist dir eine Laus über die Leber gekrochen? Nee. Ich glaube, ich habe eine Riesendummheit gemacht. Ja? Was für eine? Ich... Ach, nichts. Nun will ich dir mal was sagen.
Wenn einer mit Neger in Café geht, dann ist das noch lange keine Dummheit. Woher weißt du denn das schon wieder? Deine Mutter war heute Morgen schon bei Timmermans, Runstück holen. Hat die eh was wieder rumgetratscht? Ja, hat sie. Die erzählt überall rum, Ulla Hamsen geht mit Neger. Diese alte Ziege. Da kann man ja wirklich zu viel kriegen. Ja, kann man. Aber die kann was von mir zu hören kriegen, wenn ich die treffe, du. Ach, lass doch, hat doch sowieso keinen Sinn. Hast du ihn denn den Kopf verdreht? Wem? Ja, den Zwatten. Ach, so ein Quatsch. Ja, dann weiß ich nicht, was du mit Dummheit meinst. Das ist ein Arzt vom Hafenkrankenhaus. Er unterrichtet bei uns an der Schule. Die waren hinter ihm her und... Stopp mal. Wer war hinter ihm her? Na, die wollten ihn entführen, weil er sich politisch betätigt hat. Die stammen aus seiner Heimat. Na, und da habe ich ihm eben geholfen. Die wollten ihn entführen? Das kann ja gar nicht angehen. Wir sind hier doch nicht im Wilden Westen. Er hat gesagt, das ist schon öfter vorgekommen. Und denn? Seid ihr zur Polizei gegangen? Nee. Warum denn nicht? Die hätte ihm doch geholfen. Er wollte aber nicht. Und da habe ich ihn an Bord geschmuggelt. Wo an Bord? Bei Karl. Was? Nur mal langsam. Du hast den zu Karl aufs Schiff geschmuggelt? Da weiß ich wirklich nicht, was ich dazu sagen soll. Ja, ich weiß ja, aber... Dein Vater, dein Bruder, dein Großvater, wir sind alle von der christlichen Seefahrt. Und du kommst bei und schmuggelst einen blinden Passagier an Bord. Und das auf das Schiff von deinem Bruder. Was hast du dir denn dabei gedacht? Ich habe ihm einen Brief mitgegeben an Karl, damit er ihm hilft. Und du meinst, der tut das? Der kann das? Ja, aber wenn man dem armen Kerl doch helfen muss... Oh, deren. Wenn das mal gut geht... Wieso? Du bringst deinen Bruder in eine verdammte Zwickmühle. Eine feine Schwester haben sie. Das muss ich schon sagen. Es tut mir leid, Herr Kapitän. Ich verstehe das selber nicht. Tut mir leid. Das ist das Einzige, was ihr sagen könnt. Entschuldigen Sie, Herr Kapitän. Einen Dreck werde ich entschuldigen. Sie haben völlig kopflos gehandelt. Warum haben Sie sich nicht an unsere Fremdenpolizei gewandt? Die hätten Sie doch geschützt. Ehrlich gesagt, ich war nicht darauf vorbereitet, wie weit meine Landsleute gehen würden. Menschenraub, Herr Kapitän. Wer denkt auch an sowas? Na ja, schon, aber was soll ich jetzt mit ihm machen? Zunächst ab, Mr. K. Wenn ich ihn da an Land schmuggle und dabei erwischt werde, und dann hat der Herr auch noch Wünsche, möglichst nicht nach Afrika. Wo soll ich ihn denn hinbringen? Auf die Bahamas? Ihretwegen mache ich gern noch einen Umweg von ein paar tausend Seemeilen. Herr Kapitän... Sind Sie still! Ob die Sache für Sie noch ein Nachspiel hat, das weiß ich noch gar nicht. Wann haben Sie das letzte gegessen? Gestern Mittag. Klingeln Sie neben Stuart! Setzen Sie sich. Danke. Vielleicht... kann ich Sie in Gibraltar ausboten. Würde Ihnen das passen? Ja. Herein! Herr Kapitän? Sagen Sie unten Bescheid, die sollen für den Herrn da was zu essen machen. Er kommt gleich runter. Im Speisesaal oder in der Messe? Im Speisesaal, aber was Anständiges, klar? Klar, Herr Kapitän. Vielen Dank, Herr Kapitän. Lassen Sie ihn zunächst in der Passagierkammer unterbringen. Jawohl, Herr Kapitän. Ich werde mich dann mit meiner Reederei in Verbindung setzen und anfragen, was ich mit Ihnen machen soll. Vielen Dank, Kapitän. Herein! Herr Kapitän, Butenschön geht ziemlich dreckig. Was soll ich machen? Auch das noch. Sie waren doch dabei gewesen, dass passiert. Tja, er kam von der Brücke, wollte an mir vorbeigehen. Da fragte er mich, ob ich einen Kaffee haben wollte. Dann ging er zum Niedergang. Er drehte sich um, stolperte, dann fiel er runter. Wie sieht denn jetzt aus? Tja, er ist klatschnass. Hat einen ziemlich hohen Puls. Ich glaube, er hat große Schmerzen. Ein reizender Morgen. Na, ich komme mal mit runter. Verzeihen Sie, Herr Kapitän. Ja? Handelt es sich um einen Umfahrer? Ja. Darf ich mir vielleicht den Herrn ansehen? Vielleicht kann ich ihm helfen. Ich bin Arzt. Sie sind Arzt? Ja, ich habe das Staatsexamen gemacht. Na, es ist ja wenigstens etwas. Kommen Sie mit!
Butenschön. Hast du ein Leck, alter Junge? Das ist nicht so schlimm, Herr Kapitän. Naja, mal sehen. Ich hab den Onkel Doktor gleich mitgebracht. Darf ich mal? Sie gesund machen. Sie müssen nur ruhig liegen. Auf keinen Fall aufstehen. Wo ist die Apotheke? Im Hospital. Na, Doktor, was ist? Ist es schlimm? Ich glaube ja. Er hat offensichtlich einen Schock. Weiter nichts? Ein Schock ist viel schlimmer, als man im Allgemeinen denkt. Er ist meistens lebensgefährlich. Ich kann natürlich hier keine genaue Diagnose stellen. Aber es kann sein, dass er einen Milzritt hat. Was heißt das? Das heißt, dass er in 4 bis 5 Stunden tot ist, wenn er nicht sofort operiert wird. Sind Sie sicher? Sicher bin ich nicht, aber es sieht so aus. Könnten Sie ihn operieren? Wir haben einige Sachen an Bord. Äther, Instrumente, was man so braucht. Es ist ein sehr schwerer und komplizierter Eingriff. Ich bin kein Chirurg. Ich bin froh, wenn mir die Schockbehandlung gelingt. Was ist der nächste Hafen, Herr Kapitän? Bremerhaven oder Wilhelmshaven. Aber in 4 Stunden schaffe ich das nicht. Dann müssen Sie über Funk Hilfe herbeiholen. Versuchen Sie es. Vielleicht kann ein Helikopter ihn abholen oder ein Seenotboot. Wo ist Ihre Apotheke? Kommen Sie, ich zeige sie Ihnen. Funker! Ja? Rufen Sie Norddeutschradio und Schemmingenradio. Wir haben einen Schwerverletzten an Bord, der sofort operiert werden muss. Sie sollen einen Hubschrauber oder einen Rettungskreuzer schicken. Mensch, nun machen Sie schon, worauf warten Sie noch? Na, was ist? Schon was gehört? Norddeutsch Radio meldet sich gleich wieder. Ich geh mal rauf und seh nach, was sich tut. Kapitän, der Seenotkreuzer ist unterwegs. Na, Gott sei Dank. Es ist schlimm, Doktor. Nein, nein. Sie müssen nur ruhig sein. Sie müssen jetzt bald kommen. Helfen Sie mir, ihn transportfähig zu machen. Wir werden Sie jetzt in ein richtiges Krankenhaus an Land bringen. Was hat das zu bedeuten? Nicht aufregen. Es ist nur eine Vorsichtsmaßnahme. Sie müssen geröntgt werden. Vielleicht haben Sie innere Verletzung. Es ist nur gut für Sie. Lassen Sie ihn an Deck bringen.
So, das hätten wir. Vielen Dank, Herr Matemba. Hoffentlich geht alles gut. Ja, hoffentlich. Ja. Aber jetzt weiß ich immer noch nicht, was ich mit Ihnen machen soll. Entschuldigen Sie, Herr Kapitän, darf ich einen Vorschlag machen? Na? Können Sie nicht als Mrs. Stewart anheuern? Na, uns fehlt doch jetzt einer. Das heißt, wenn er damit einverstanden ist. Tja, warum eigentlich nicht? Gerne, Herr Kapitän. Abgemacht. Abgemacht. Ich habe eine Neuigkeit für Sie. Funkspruch von der Reederei. Butenschön ist über den Berg. Sie gratulieren uns zu unserem neuen Messestuart. Gratuliere, Doktor.